Let's start again. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Und damit ein herzliches Willkommen zum Nachfolgeprojekt von Ori and the Blind Forest. Ich weiß, ich habe angekündigt, dass wir The Witcher 3 zocken werden, aber ich habe mir überlegt, ich werde noch A Story About My Uncle vorziehen, da dies ein kurzes, aber schönes Projekt werden wird mit einer sehr, sehr geilen Story. Und um mal ganz kurz darauf einzugehen, das Spiel habe ich entdeckt über Zander, der hat mir das empfohlen, der hat auch gesagt, dass das eine mega coole Story haben soll, das Spiel. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, okay, mir gefällt das Game, ich mache ein Let's Play darüber. Und wir befinden uns jetzt gerade hier in dem Haus von unserem Onkel und ich muss ganz kurz hier an meinem Stuhl einmal hier so, zack, so, das Kissen für meinen Kopf ein bisschen richtig machen. So, und dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal. Benutze ASDW, um sich zu bewegen und die Maus, um dich umzusehen. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. Okay, she had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Okay, die Großmutter wohnt auch in der Nähe und er guckt jetzt, ob der Onkel von seinem letzten Adventure zurückgekommen ist oder seinen letzten Abenteuer halt. Die sind überall so Notizzettel und alles, okay. Und die Maske sieht sehr eigenartig aus. Ich will jetzt nichts dazu sagen, aber der hat hier echt komische Masken rumliegen. Kann man sich auch irgendwie ducken oder so? Nee, ne? Also ich gucke mich so ein bisschen hier erstmal in dem Haus um, weil vielleicht entdeckt man hier ja doch das ein oder andere Easter Egg oder irgendwelche lustigen Dinge. Da steht auf jeden Fall noch eine Cola in der Ecke rum. Die wird, denke ich mal, nicht mehr so schmackotastisch sein. Was ist hier? Sieht aus wie so Leuchtfeuer, denke ich mal. Hier hat er irgendwelche Baupläne anscheinend. Okay. Oh, und dann haben wir hier noch einen Daddy's Helm. Okay, er hat hier noch einen Taucherhelm. Hier haben wir irgendwie so also Werkzeuge und so ein Kram. Okay, finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Hier geht's zur Karte. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Okay, der war auf jeden Fall schon echt in vielen Ländern, wenn man das so sieht, ne? Sogar in Australien schon und China. Und ey, der ist ja um die ganze Welt gereist, der Typ. Hammer. Also wäre auch auf jeden Fall ein Traum von mir, so richtig viele Länder mal zu bereisen. Denn, ja, man lebt ja nur einmal. Und hier scheint es irgendwie so einen Bauplan zu geben wieder. Fantastic. Was? Fredericks? Disposal System, okay. Überall stehen hier so komische Flaschen rum. Der wohnt anscheinend irgendwo. Ach nee, hier scheint es gerade zu schneien in den Bergen, okay. Auf jeden Fall habe ich erfahren von Sander, dass das. I visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Nur eine Größe kleiner. Okay, das scheint hier so ein Anzug zu sein. Das Spiel ist auf jeden Fall von dem Entwickler, der dieses Spiel, wie heißt es nochmal, mit der Ziege. Goat Simulator, genau. Der soll das wohl auch entwickelt haben. Und ja, wie gesagt, das hat eine richtig krasse Story. Also der Onkel ist irgendwie verschwunden und hat sonst immer, wenn er auf Reisen gegangen ist, eine Karte geschrieben. Curiosity got the better of me, and I tried it on. Und jetzt ziehen wir diesen Anzug an, den wir gefunden haben. Er saß wie angegossen. Okay. Und jetzt haben wir hier nämlich so einen Abenteueranzug. Und wir werden auch gleich sehen, wofür wir den brauchen, Leute. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Oh, hier ist wieder eine Cola. Auch noch verschlossen. Okay. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments. And right now, it held a pad used for disposing of garbage.
Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Okay. Also wir sind jetzt gerade hier in einer Sternwarte. Boah, das sieht aber schon ziemlich krass aus hier, ne? Oh, hier leuchtet was? Schalter. Starting. Finding target, found target. Opening dome. Wow. Eieieiei, da kam der Schnee jetzt rein hier. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Ich werde hier angezogen. Oh oh. Okay, wahrscheinlich werde ich jetzt hier irgendwie teleportiert oder so. Oh. Ne, ich werde einfach in den Himmel geschossen. A story about my uncle. Okay. Oh, und da sind wir auch schon. Und zwar im ersten Level. But thanks to the suit, I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me. But back then, I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Okay, jetzt müssen wir nämlich laufen. Das ist nämlich so ein Jump'n'Run-Spiel und das ist ziemlich geil. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, Leute, dass das ein guter Ersatz für Ori wäre. It protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Leertaste kann ich springen, okay. Es geht ja schon so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ori in the Blind Forest war ja auch ein Jump'n'Run-Spiel. Halte die rechte Taste gedrückt, um den Anzug aufzuladen und lasse die Taste los, um den Powersprung auszuführen, okay? Ah, okay, mit Rechtsklick machen wir so einen höheren Sprung. Mit dem kommen wir dann ganz leicht hier hoch. Had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they? Lade den Anzug auf und lasse, während du rennst, los, um einen weiten Sprung auszuführen, okay? Ja, so. Okay, nice. So springe ich jetzt erstmal hier mit dem Supersprung von einem Ding zum anderen. Dann haben wir das auch geschafft. Mich interessiert auf jeden Fall, wie die Story ist. Hier geht's einmal in die Richtung und einmal in die. Dann gehe ich jetzt erstmal in die Richtung hier. Ich glaube, da drüben brauche ich den Powersprung. Oh ja. Zack, haben wir es geschafft. Sehr schön. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days. And all we ate was tube food. And cold canned goulash as well. Your grandmother oh. was worried sick. Jetzt bin ich daneben gesprungen. I thought it was all very exciting. Na, jetzt erspare ich mir aber wenigstens den Weg. Okay, anscheinend gibt es doch hier so eine Art Easter Eggs, weil wäre ich jetzt hier lang gegangen, hätte ich ja die Story da hinten verpasst. Also er hat jetzt gerade erzählt, dass er mit seinem Onkel mal in den Bergen war und die dort halt wegen einem Schneesturm, ja, nicht weg konnten für 2 Tage und dann mussten die halt aus der Tube essen und Gulasch aus der Dose und ja, dass anscheinend das hier von seinem Onkel ist und bevor der hier weiter in die Höhle reingegangen ist, dieses Lager. Ja, und dem werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Spur gehen, ne? Dann werden wir doch einfach mal schauen, ob der Onkel hier ist, indem wir jetzt einfach hier versuchen, rauszukommen aus dieser Höhle. Also wie gesagt, ich dachte auf jeden Fall, das ist ein geiles Game, weil es ist auch ein Jump'n'Run. Und es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich spiele ja ultra gerne Jump'n'Runs. Und deswegen denke ich, ist das genau das Richtige für mich jetzt gerade. Und danach werden wir dann mit The Witcher 3 beginnen nach dem Spiel. Mich hat das hier ein bisschen mehr gereizt erstmal. Okay, dann müssen wir jetzt mal runterspringen. Ah, okay, der Anzug scheint das aber zu packen. Ich hoffe, hier gibt es sowas wie Fallschaden nicht. Nee, gibt's nicht. Okay. So, zack, was haben wir denn da? Kristall. The power core I found. Der Enterhaken ist jetzt aufgeladen. It must have been Ziele und halte links gedrückt, um dich nach vorne zu ziehen. Oh, krass. Ja, das habe ich nämlich gesehen bei Zander im Video. Man muss nämlich sich dann an die Sachen und so ranziehen. Das ist echt geil gemacht, das Spiel auf jeden Fall.
Hier, zack. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Ach gut, das habe ich geschafft. Oh, da müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie auch rüberziehen über die, auf diese Insel. Ah, ich muss warten, glaube ich, bis sie noch ein bisschen fährt. Ja. Zack, perfekt. Sehr schön, geschafft. Okay. Ah, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist auch Timing wichtig. Kombiniere den Powersprung mit dem Enterhaken, um höhere Gebiete zu erreichen. Ah, okay. Schuh. Oh, okay, da ist der nächste Checkpoint. Das sind so Checkpoints. Kombiniere den Weitsprung mit dem Enterhaken, um weit entfernte Gebiete zu erreichen. Okay. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, wow, I could fly long distances through the air at great speed. Wow, sehr schön. Oh Gott, da bin ich ein bisschen zu daneben gesprungen. Ach herrje. Ah. Nein, auch wieder daneben. Okay, dann springe ich lieber sicher darüber. Gar nicht so leicht, manchmal. Ha, so kommen wir da dicke rüber. Sehr schön. Und ich glaube, hier muss ich jetzt wieder so machen und dann ziehen wir uns hier so runter schön. Zack. Genau, und dann jetzt hier wieder mit dem Powersprung hoch. Sehr gut. Also es macht auf jeden Fall echt ultra viel Fun. Oh, okay. Wenn du dich an einem Objekt in die Bewegung... Okay, ich soll mich jetzt an dem gleich festhaken hier. Dann warten wir, bis der nochmal rangefahren kommt und dann werden wir das machen. Also, zack. Und dann da ranziehen. Ja, und der zieht mich nämlich jetzt hier rüber. So, jetzt wollen wir nur aufpassen, dass wir hier richtig landen. Genau, und dann machen wir jetzt einen Sprung ins Wasser. Shit, das ging schon wieder daneben. Muss ich wieder warten, bis das Ding hier hinkommt. Oh Gott. Nein, das hätte ich nicht machen dürfen. Okay, man muss das perfekte Timing erwischen. Ach ja je. Gar nicht so leicht. So, jetzt zieht er mich mit. So. Oh, nicht ins Wasser, Kevin. So. Oh, sehr schön. Da haben wir uns auch rangezogen. Geil. Oh, jetzt muss ich aber gucken hier. Ah, da, okay. Und hopp. Ha, schaffe ich das? Schaffe ich's? Ja. Sehr schön, geschafft. Okay, und weiter geht's hier. Es macht echt übelst Bock, Leute. Das ist richtig, richtig cool. Also, für die Leute, die Interesse an dem Spiel haben, das gibt es bei Steam. A Story About My Uncle. Ich habe, glaube ich, 12 € oder so bezahlt. Vielleicht kriegt ihr das sogar im Summer Sale jetzt gerade günstiger. Müsst ihr einfach mal schauen. Oh, hoffentlich reicht's. Ja, es hat gereicht. Aber da hätte ich mich auch noch ranziehen können. Wow. Okay. Da muss ich anscheinend darunter. Erstmal. So, jetzt haben wir hier den Checkpoint. So, und der zieht mich jetzt quasi hier, denke ich mal, hoch. Ja. Und jetzt muss ich hier so rein. Ja. Sehr schön. Und dann hier lang. Boah, das ist echt krass. So, dann haben wir den nächsten Checkpoint. Und hier wieder ein Energiekristall. Du hast einen zweiten Energiekristall gefunden. Jetzt kannst du dich zweimal festhaken. Das ist ja mal mega geil. Oh, jetzt muss ich schauen. Oh, okay. Yes, das ist ja richtig cool. Leuchtende Kreise zeigen dir an, wie viele Möglichkeiten zum Festhalten. Ah, okay. Da wird mir das quasi auf der Hand angezeigt, wie oft ich mich noch festhaken kann. Ja, müssen wir mal schauen, Leute, ob wir das jetzt hier hinbekommen. Oh. Oh, reicht es? Reicht es? Reicht es?
Ja, perfekt. Und hoch hier. So. Okay, das haben wir geschafft. Ja. Oh Gott. Hier muss man sich im richtigen Moment an die Dinger immer haken. Eieiei. Oh, geschafft. Okay, sehr schön. Dann geht's jetzt hier hoch. Oh. Hier lang. Sehr schön. Boah, das sieht richtig cool hier aus. Ich finde das richtig geil mit so einer Fantasy-Welt auf jeden Fall. Oh, da müssen wir jetzt dran. Ja. Müssen wir hier nur drauf achten. Da kommt der nächste. Und direkt umschwingen. Und da muss ich mich jetzt drauf schwingen quasi. So. Sehr schön. Das haben wir auch geschafft. Hier scheint es wieder irgendwie so ein Easter Egg oder so zu geben, glaube ich. Ja. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes. I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest. Oh, das hat nicht gereicht. And found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Oh, jetzt muss ich hier wieder hundreds of them. Rüberziehen. Fred told me that they were frog eggs. Nein. He was in for a surprise, though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, oh, poor Fred. Oh. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Okay, die haben mal Moskito-Eier mitgenommen, aus Versehen. Alles klar, also ich finde die Story ist auf jeden Fall richtig cool. Und ich finde es auch richtig geil, dass die so Easter Eggs eingebaut haben, wo man so Nebengeschichten und so erfährt. Weil im Grunde genommen erfährt man immer mehr über den Onkel, so gesehen, je mehr Geheimnisse man quasi rausfindet. Oh, hoffentlich reicht das. Ah, okay, ich muss mich hier nur hochschwingen. Oh. Ja, und dann darüber. Zack, sehr schön, haben wir geschafft. Sehr cool. Und da müssen wir nämlich jetzt hier lang. Ah, hier haben wir den nächsten Checkpoint. Und nur mal schauen. Da. So, zack. Und der schleudert mich quasi jetzt da so rüber. Und dann so. Und dann ziehen wir uns hier direkt ran. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Oh, hier müssen wir wieder so machen. Okay, das passt. Dann geht's hier weiter. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Und wir haben anscheinend das Level schon geschafft, Leute. Ja, wir sind schon im nächsten Level, glaube ich. Da würde ich sagen, werden wir an der Stelle erstmal für heute Schluss machen. Ja, ich hoffe, dass euch das neue Projekt gefällt, The Story About My Uncle. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das Spiel schon kennt. Der kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und nettes Feedback mal, ob ihr Bock habt weiterhin auf das Projekt. Und ja, wie gesagt halt, ich weiß auf jeden Fall, es wird nicht allzu lange gehen. Das wird jetzt nur ein kleines Let's Play so von, ich denke mal, maximal 10 Folgen werden. Und danach wird es mit The Witcher 3 losgehen. Ich habe mir nur gedacht, das ist auf jeden Fall eine coole Überleitung nochmal von Ori and the Blind Forest nochmal auf ein schönes Story-Spiel, was auch gut aussieht, wo richtig viel Herzblut reingeflossen ist. Soll natürlich nicht heißen, dass in The Witcher 3 auch nicht viel Herzblut reingeflossen ist. Aber ich hatte einfach Lust, das Spiel jetzt erstmal noch zu machen. Und ja, danach wird es dann losgehen mit The Witcher 3. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit, die ihr hier reingesteckt habt, um euch das Let's Play anzuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder heute um 16 Uhr, gerade wo dieses Let's Play online geht, im Livestream. www.twitch.tv/gtimetv. Schaut doch mal vorbei. Mittlerweile zocken wir auch etliche andere Games neben Minecraft. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.